Da gibt es Leute am MIT in Boston, die glauben, dass wir tatsächlich unsterblich werden können, indem man unser Gehirn in die Cloud bringt. Leider muss man uns dafür umbringen, aber das scheint mir noch das allergeringste Problem zu sein. Wenn man $10.000 zur Verfügung hat, dann kann man sich heute bei der Firma Nectomy am MIT in Boston in die Liste eintragen und wenn es eines Tages mal soweit ist, dann kann man sich einfrieren lassen, also genau genommen das Gehirn einfrieren lassen. Also kurz vorm Tod können die Folgendes machen. Also das geht überhaupt nur für Patienten, die also kurz vorm Tod stehen. Dann würde man eine Infusion bekommen, würde schlagartig, also kontrolliert sterben und dann würden die das Gehirn einfrieren. Zack! Dann werden wir das Gehirn denjenigen überlassen, die in ferner Zukunft mit ganz tollen Technologien dieses Gehirn auch gar nicht mehr auftauen, sondern das Gehirn quasi total scannen, komplett die Informationen aus dem Gehirn herausnehmen und das Ich dieses Gehirns in einer Cloud weiterleben lassen. Ja, das ist die Idee. Ist doch irre, ne? Sind Ingenieure, das merkt man, ne? Also sie haben das Gefühl, dass man aus der Hardware, also auch wenn das Gehirn ja weich ist, spricht man ja von der Hardware, dass also die Hardware irgendwie alle Informationen besitzt, die diese Person so ausmachen. Jetzt kann man sich natürlich schon mal fragen, ist denn überhaupt das Gehirn der Sitz unseres Selbst? Also wenn man zum Beispiel mit Menschen spricht, die von der Halswirbelsäule an gelähmt sind, dann ist deren Persönlichkeit tatsächlich ja noch komplett da. Obwohl der Rest des Körpers funktionsunfähig ist, die Persönlichkeit ist noch da. Also man könnte wirklich, kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, das Selbst ist hier oben im Kopf verortet. Aber was ist dieses Selbst? Ist dieses Selbst etwa tatsächlich so, wie diese Ingenieure das glauben, also angelegt in der Verdrahtung der Neuronen, also in den Synapsen, in diesem Netzwerk, was da oben drin ist? Ja, da gibt es also zum Beispiel so Experimente mit dem Fadenwurm. Dem hat man beigebracht, einen bestimmten Geruch gut zu finden. Und dann hat man ihn eingefroren, praktisch auf Null gebracht, also Flatliner. Und dann hat man ihn wieder aufgetaut. Ja, und dann hat man den Geruchstest gemacht. Und da konnte sich doch tatsächlich der Fadenwurm an diesen Geruch erinnern. Also offenbar bleibt tatsächlich Information in den vernetzten Neuronen irgendwie hängen. Also der hat jetzt nur ein paar hundert Neuronen und auch nur ein paar tausend Verbindungen. Offenbar ist da noch was übrig geblieben. Aber immerhin, also die Firma Nectomy macht also die Idee, dass in fernster Zukunft es tatsächlich möglich ist, das Gehirn so zu zerlegen in allen seinen Einzelheiten, dass man praktisch eine Netzkarte des Gehirns bekommt und damit auch eine Karte des Selbst. Eine Landschaftskarte des Selbst, ein Atlas des Selbst. Hier ist die Persönlichkeit komplett angelegt und diese Persönlichkeit, die bringen wir nun in die Cloud und in der Cloud, da kann sie sich, ich weiß nicht genau, was sie da machen wird, die Persönlichkeit, aber irgendwas wird sie machen. Frage ist, ist das wirklich vernünftig? Ist das so, dass das Selbst eine Eigenschaft ist, die ganz fest verdrahtet ist praktisch? Also hier in den Vernetzungen oder in den sogar recht rigiden Vernetzungen hier angelegt ist. Also wir haben es jetzt natürlich bei der Firma Nectomy mit einem Vorschlag zu tun, der an einer unglaublich wichtigen Schnittstelle zwischen Geist und Materie liegt. Also wie viel Geist steckt in der Materie und wie abhängig ist Bewusstsein und damit natürlich auch letztlich unsere Persönlichkeit als Ganzes davon abhängig, wie Materie strukturiert ist. Und ich glaube, dass wir ein großes Problem damit haben, sowas wie Selbsterfahrung konkret zu verorten. Ja? Also Selbsterfahrung, die Erfahrung, die wir selber machen. Es gibt einen wunderschönen Film, der heißt, was es heißt, John Malkovich zu sein, das weiß nur John Malkovich. How it is to be John Malkovich. Wer soll es wissen, außer John Malkovich? John Malkovich ist praktisch der Messapparat von sich selbst. Er misst sich in jeder Sekunde seines Lebens als Selbsterfahrung. Niemand sonst kann das messen. Niemand sonst. Obwohl er Eigenschaften hat, die er vielleicht mit anderen Menschen teilt. Aber wie es ist, diese Eigenschaften als John Malkovich zu erfahren, das weiß eben nur er. Das heißt,
Selbst dann, wenn wir verschiedene mentale Zustände bei verschiedenen Menschen ziemlich genau verorten können, so bleibt dann doch noch, dass die Persönlichkeit, also das, was dieses Individuum ausmacht, nochmal was ganz anderes ist. Diese Innenperspektive steht uns messtechnisch nicht zur Verfügung. Das würde aber bedeuten, dass die Idee von Nektomie, dass irgendwann dereinst mal eine Technologie erfunden werden könnte, die auch diese Innenperspektive durch die genauen Scan der verschiedenen Verdichtungen und Verschaltungen tatsächlich aufnehmen kann, dass das einfach ein Irrglaube ist. Denn wenn es stimmt, was wir bis jetzt erleben, was wir auch von uns selbst erleben, dass das Selbst eine emergente Eigenschaft ist, also eine Eigenschaft, die auftaucht in uns dadurch, dass wir lebendig sind, dass wir leben, dass wir Erfahrungen machen und dass diese Eigenschaft sofort wieder verschwindet, wenn wir nicht mehr leben, wenn wir keine Erfahrungen mehr machen, dann haben die Herrschaften bei Nektomie eben genau diesen Trugschluss von der unzutreffenden Konkretheit, wie Alfred North Whitehead, ein britisch-amerikanischer Philosoph, es mal genannt hat, dass wir nämlich immer glauben, ganz genau zu wissen, wo eine Eigenschaft verortet ist. Wenn aber eine Eigenschaft erst am Orte existiert, wenn sie überhaupt erst auftaucht dadurch, dass etwas lebt, dann ist der Ort eben nur der Ort, wo diese Eigenschaft aufgetaucht ist, aber er ist nicht die Bedingung dafür, dass sie auftritt. Das kann auch an jeder anderen Stelle sein. Das heißt also, das Selbst ist ein Ausdruck dafür, dass ein Mensch lebt, als Ganzes. Und wenn man ihn tötet, dann verschwindet das Selbst. Irgendwie kann ich nicht anders, als nach diesem Horrorszenario nur noch mal darauf hinzuweisen, niemand von uns weiß, woher er kommt. Niemand von uns weiß, wohin er oder sie geht. Vielleicht ist es wirklich wahr, dass wir nur ein Tropfen sind, der aus einem Meer gekommen ist und in dieses Meer wieder zurückkommt. Und der Versuch von Nektomie, diesen Tropfen zu fassen und ihn einzufrieren, wäre ein ziemlicher Verstoß gegenüber der größten Geschichte aller Zeiten.